Professor Forgo spricht auch gerne von der Datafizierung, aus der sehr starke moralische und soziale Komplexitäten entstehen, und er zeigt, dass die DSGVO nur sehr bedingt geeignet ist, mit diesen Komplexitäten umzugehen. Der Ruf danach, die automatisierte Einzelfallentscheidung durch ethische Leitlinien zu regulieren, hat verschiedene Ethikkommissionen, wie zum Beispiel die Deutsche Datenethikkommission und die Österreichische Bioethikkommission, entstehen lassen. Anhand zweier Quellen, dem Digitalisierungsindex auf der einen Seite und der ENISA-Studie auf der anderen Seite, wird gezeigt, wie schwierig die Diskurse rund um die Konsequenzen der digitalen Transformation sind. Mich interessiert heute allerdings eine prinzipiellere Frage hier mehr, nämlich die Frage, ob wir uns buchstäblich dieses Verbot der automatisierten Einzelfallentscheidung in dieser Form weiterhin werden leisten können. Ich werde also fragen, wozu das denn jetzt führt, dieses Verbot der automatisierten Einzelfallentscheidung und die Ausnahmen vom Verbot. Zum einen führt es mal dazu, dass in der österreichischen Diskussion des Themas, soweit sie erkennbar ist, das beobachtbar ist, was an diesen Stellen häufig passiert, nämlich ein Ruf nach einer Ethikkommission, nach einem ethischen Ratgeber, nach irgendeinem Experten- und Expertinnen-Board. Das, was Sie hier jetzt, fürchte ich, schlecht lesen können, aber wenn Sie genauer schauen, vielleicht doch, ist ein Statement der Frau Brodnik, die in einem Tweet vorgeschlagen hat, dass die öffentliche Hand, wenn sie sich automatisierter Entscheidungsalgorithmen bedient, dabei eine verpflichtende ethische Evaluierung im Vorfeld durchführen lassen müsse. Der Staat solle mit gutem Beispiel vorangehen. Zum Beispiel könnten wir gesetzlich definieren, in welchen Feldern der Verwaltung es eine verpflichtende Evaluierung braucht, ehe ein Algorithmus als relevantes Unterstützungstool eingesetzt werden darf. Das ist eine sehr typische Forderung, ist eine sehr typische Reaktion. Ich könnte Ihnen sicherlich 50 Beispiele liefern, wo etwas Ähnliches in den letzten Jahren geschehen ist, wo also im Vorfeld versucht wird, rechtliche Risiken und rechtliche Fragen mit Hilfe von auch ethisch aufgeladenen oder ethisch besetzten Kommissionen besser als bisher in den Griff zu bekommen. Das gilt zum Beispiel für die Deutsche Datenethikkommission. Es gilt auch für die Österreichische Bioethikkommission, die sich in vielfacher Hinsicht einstiegig äußert. Es gilt für viele ähnliche Einrichtungen auch. Diese also dann sollten ethische Wertentscheidungen durchführen. Ich behaupte nun freilich, dass diese ethischen Wertentscheidungen nur dann sinnvoll durchzuführen sind, wenn sie auf einen gesellschaftlichen Konsens aufbauen, einerseits, und wenn sie andererseits auf etwas aufbauen können, was mit Hilfe dieser ethischen Leitlinien reguliert werden kann, also auf eine Industrie. Lassen Sie mich zudem noch ein paar Wörter sagen, indem ich mit Ihnen gemeinsam eine Quelle studiere, von der ich vermute, dass sie insoweit jedenfalls nicht europafeindlich gestimmt ist, nämlich eine Quelle der Europäischen Kommission, mit der die Europäische Kommission jedes Jahr versucht, den Digitalisierungsgrad Europas zu bewerten. DESI heißt dieser Index, mit dem also sehr vereinfachend geprüft wird, wie digital fit Europa ist. Und diese DESI-Befunde für das Jahr 2018, das sind die jüngsten Zahlen, die wir derzeit haben, sehen so aus, wie hier gerade präsentiert. Sie sehen also nicht besonders gut aus. Sie zeigen nämlich zwei Dinge. Sie zeigen einerseits einen immer noch auf dem Kontinent deutlich spürbaren Unterschied zwischen Nordwest einerseits und Südost andererseits. Also deutliche Unterschiede in der Digitalisierungsreife zwischen den reichen nordwestlichen und den ärmeren südöstlichen Staaten. Und sie zeigen zweitens einen Rückstand, den zumindest der EU-Durchschnitt im Vergleich zu zahlreichen kompetitiven Wirtschaftsstandorten dieser Welt hat. Wenn Sie da in der Mitte die Zahl ansehen, das ist der EU-Durchschnitt, dann befindet sich dieser hinter den USA, deutlich hinter Japan, aber auch deutlich hinter europäischen Nicht-EU-Staaten, wie zum Beispiel Norwegen, Island
und der Schweiz. Wir sind also im Durchschnitt nicht in der Führung und wir sind, wenn wir in den unteren Bereich gehen, EU Bottom 4, die sechste Zahl von unten, das sind also die schwächst entwickelten Staaten im Umfeld von Russland und China. Österreich, das sei nur nebenbei bemerkt, ist hier mitnichten, anders als die österreichische Innenpolitik uns das gerne glauben macht, mitnichten sehr weit vorne. Wir befinden uns ziemlich im Mittelfeld, noch hinter Deutschland, obwohl es von hier aus betrachtet ja immer modisch ist, auf die Technophobie der Deutschen hinzuhacken, in dem Fall vielleicht nicht ganz so berechtigt. Österreich also nicht in Führung, sondern irgendwo wahrscheinlich in der Mitte dieser Statistik, also irgendwo hier so im Umfeld von Neuseeland, Israel oder Serbien. Was auch noch bemerkenswert ist, ist der Umstand, dass sich an diesen Trends sehr wenig verändert über die Jahre, dass also Europa im Vergleich zu anderen Staaten hier über die Jahre eigentlich immer schön in der Mitte bleibt, ja, und die Abstände nach oben, also Südkorea, Japan und so weiter, eher größer werden als kleiner und die Abstände nach unten, wo dann die kommen, die weniger entwickelt sind, auch nicht wirklich sich verändern. Und insbesondere, das ist das Unterste, China im Trend wahrscheinlich deutlich aufschließt. Wer das näher nachsehen möchte, findet jede Menge an Daten eben in diesen DESI-Daten. Einer der Befunde, die daraus gezogen werden, ist dieser hier. Den möchte ich Ihnen gerne zeigen. Das ist ein Papier der ENISA. Die ENISA ist die European Network Information Security Agency. Das ist eine Einrichtung, die sich mit Netzwerksicherheit beschäftigt. Also mit der Frage, wie man europäische Netze, auch und insbesondere Datennetze, sicherer als bisher machen kann und die darauf nicht mit der Antwort antwortet in dieser Studie, die Sie jetzt vielleicht erwarten würden, wie ich sie vorgezeichnet habe, nämlich mit der Antwort, dass man einfach vorschreiben würde müssen, dass Gesetze klarer werden, dass man also einfach irgendwo eine Norm schaffen müsse, die eben dieses voraussetze, sondern in dieser Studie wird stattdessen dieser Befund, den ich gerade aufgezeichnet habe, hergenommen und vielleicht noch etwas stärker verdichtet in dieses Bild hier, nämlich in dieses Bild des Hamburgers, in dem die Europäische Union in der Mitte ist, also wir sind sozusagen das Fleischlaberl und eingezwängt, eingeklemmt zwischen zwei Brothälften, einerseits die Hardware liefernden asiatischen Staaten und den die Software liefernden US-amerikanischen Playern, in denen laut ENISA nichts mehr übrig bleibt, was mit europäischen Werten reguliert werden könnte. ENISA schreibt wörtlich: In an increasingly globalized world, Europe has often presented itself as a champion of values. However, the EU's normative power alone cannot guarantee the digital sovereignty of its citizens or its businesses. To regain its influence and shed its status as an ICT industry lightweight, Europe needs to deliver European champions in the ICT sector that succeed in the marketplace. Das ist das Argument. Und dass es in diesem Umfeld, so ENISA, schwierig wird zu regulieren, ergibt sich aus dem Argument. Und die Schlussfolgerung, die dann die ENISA zieht, ist: Governments need to act as a stimulus and not as an inhibitor to this progress in an increasingly interconnected world. The European ICT sector should be strengthened and stimulated to improve its competitiveness. Es kommen dann ein paar konkrete Empfehlungen, die will ich Ihnen nicht im Detail hier vorlesen, aber eine davon doch zeigen, nämlich die dritte: The EU and its member states should reduce regulatory barriers and administrative burdens for EU ICT businesses. Also gerade nicht mehr Regulierung und mehr Ethikkommissionen und mehr an Bedenken, Evaluierung vor der Marktreife von Technologien, sondern im Gegenteil Stimulation von Markteintrittsmöglichkeiten.